Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Minish Cap. Wir sind immer noch in der Stadt und haben hier noch ein wenig was zu erledigen. Da kommen wir noch nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch, stimmt. Okay. Ja, wir wollen noch mit ein paar Leuten quatschen. Hallo. Die Schwertkampfschule von Meister Magnus im Süden der Stadt ist toll. Er bringt dir persönlich seine Schwertechniken bei. Vielleicht sollte ich auch dorthin. Hast du überhaupt ein Schwert? Ha. Ah. Guck dir diese Schwertechnik an. Yeah. Hallo. Willst du Fragmente fallen? Ich habe keine Fragmente, verdammt, stimmt. Ich komme aus einem fernen Land, das sieht man auch an meiner Kleidung. Ja, das stimmt. Und was er für ein Fragment mit uns vereinen will, ist auch echt cool eigentlich. Oh, hallo. Und zack, ein Brief hin, ein Brief her. Oh, das war's schon? Okay. Hallo. Ich möchte ein Buch ausleihen, aber die Bücherei ist noch geschlossen. Oh, ich bin zu alt, ich kann warten. Okay, das ist gut. Hier oben hatten wir nicht geöffnet. Oh, okay. Träger der heiligen Macht, des Windes Flügel mögen auch nur noch dich tragen. Oh, schon wieder so ein Mal. Ich schrecke mich jedes Mal, wenn so eine Tafel explodiert. Ja, ich mich auch, Ezelo, ich mich auch. Hallo. Ah, Doki. Jetzt ist gerade Unterricht, da kommst du nicht rein. Ich bin auch ein Kind. Was, wenn ich auch lernen will? Ich darf nichts lernen, Leute. Ich darf nichts lernen. Nett. Nett. Ja, was für ein nutzloser Chaos in diesem Zimmer. Stimmt etwas nicht. Okay. Hallo. Ich bin Hagar, der Bürgermeister dieser Stadt. Weil ich Bürgermeister bin, habe ich normalerweise sehr viel zu tun. Trotzdem habe ich ein Hobby. Ich sammle Masken. Sie sind so wundervoll, wunderschön. Ich habe kein Fragment, um mit dir zu vereinen. Aber wir können hier noch runtergehen. Um eine Truhe zu bekommen, okay? Geh weg. Geh weg. Was ist hier drin? Ein Fragment? Ein Fragment! Okay. Vielleicht hat ja jetzt irgendwer das passende Fragment für uns. Fragment vereinen, ja. Ich gucke aber nochmal hinten bei dem anderen Typen nach. Es könnte nämlich sein, dass wir dort schon das passende Fragment haben. Aber ich glaube, der wollte ein grünes. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist der Typ hier sehr nützlich. Der kann uns sehr gut helfen. Deswegen. Ja. Ah, verdammt, wir haben nicht das Richtige. Das ist natürlich schade. Aber okay, dann vereinen wir halt unser Fragment mit dem lieben. Warte, will er hier? Er will auch. Naja, wir haben leider nicht. Okay, nicht das Richtige. Willst du? Nein, du willst nicht. Okay. Willst du? Willst auch nicht. Okay. Dann halt nicht. Da wollte ich halt nicht. Mann. Dann halt mit dem Bürgermeister. Hallo. Ja, wir wollen das Fragment vereinen. Was passiert? Sie passen wunderbar zusammen. Die beiden Fragmente. Und das ist auf der Lohn-Lohn-Farm, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube ja. Ach übrigens, es tut mir leid, dass der gestrige Part zu spät kam. Ich hoffe, der heutige kommt früher. Ich habe das halt einfach... Ich habe das nicht zeitlich geschafft. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich muss mir angewöhnen, wenn ich am nächsten Tag arbeiten muss, nicht zur Schule... Oh. Ach so, ich fürchte, die ist noch geschlossen. Da kann man nichts machen. Versuchen wir später nochmal. Okay. Ja, wenn ich arbeiten muss und nicht zur Schule muss, sondern... halt arbeiten muss, dann muss ich mir angewöhnen, abends die Videos noch hochzuladen. Weil ich das sonst halt zeitlich einfach nicht schaffe, Leute. Es tut mir leid. Oh, ihr scheint ja richtig viel Spaß zu haben. Oh. Deswegen. Und Bulletstorm, ich habe keine Zeit, Bulletstorm gerade aufzunehmen. Es tut mir leid. Ich bin halt erst sehr spät zu Hause und habe dann noch Essen und muss noch was für die Schule tun und so weiter. Ja. Kann ich leider nicht immer aufnehmen. Das ist jetzt auch morgen. Also heute kam auch kein Bulletstorm, weil ich es halt nicht geschafft habe, rechtzeitig aufzunehmen. Und es ist jetzt halt auch schon relativ spät abends und ich will gleich einfach nur noch ein Video gucken und dann pennen gehen. Und ja, bitte verzeiht es mir, aber Mittwoch dürfte dann wieder ein Video kommen vom Bulletstorm auch. Hallo. Oh, du hast die Wirbelattacke erlernt. Lass mich überprüfen, ob man dich wirklich da draußen lassen kann. Zeigst du mir die Wirbelattacke? Natürlich. Ja. Ja, du hast mich überzeugt. Es sind viele Ungeheuer unterwegs, also sei vorsichtig. Okay. Das war der Grund, warum ich eben die Wirbelattacke vor ihm gemacht habe, weil ich dachte, okay, ich kann das jetzt schon machen. Aber das war nicht so. Konnten wir nicht jetzt schon... Warte mal, hier war... Nichts erstmal, genau. Aber ist hier nicht die Truhe erschienen? Nee, noch ein weiter... Ja, da oben wahrscheinlich, ne? Das kann natürlich sein. Unten kommen wir noch nicht lang, okay.
Ja, wir gehen jetzt erstmal den ganz normalen Storyweg, würde ich sagen. Hier kommen wir, glaube ich, auch noch unten nicht lang. Nee, aber wir müssen hier vorher lang, denn wir können hier einmal eine Wand sprengen. Und hier befindet sich ein Deko-Kerl, der ein wichtiges Item für uns hat. Aber ich glaube, ich habe gar nicht genug Rubine, oder? Scheiße! Oh. Okay, Leute, wir müssen noch kurz Rubine farmen. Verdammt! Ich habe ganz vergessen, dass der 20 Rubine dafür haben will. Oh Mann! Okay, dann fahren wir draußen noch kurz ein paar Rubine. Ich glaube, wir können hier hinten... Ich glaube, auf dem Gongolberg hier gibt es sogar eine Truhe, die ein paar Rubine beinhaltet, ne? Da oben, okay, oder das da... Oh, warte mal. Platzieren wir hier schon mal eine Bombe. Gehen dann kurz nach hier oben. Und holen uns die 20 Rubine hier. Und ich glaube, er hier drin verkauft uns nichts so Nützliches. Ich glaube, ein paar Bomben. Ey. Tut mir leid wegen der Nuss, ich verrate dir auch was. Mein Freund verkauft in der Höhle sein... Ja, okay. Ein praktisches Werkzeug, genau. Okay. Ja, das ist der Tipp. Weil wir kommen jetzt noch nicht weiter, wie ihr eben gesehen habt. Und wir brauchen diese Flasche, um dort Wasser hineinzufüllen. Damit wir dann... Ach, er bleibt so. Okay, das ist cool. Er bleibt sogar so. Eine Flasche für 20 Rubine. Ja. Kaufen wir. Dankeschön. Die erste von 4 Flaschen. Was wollte ich sagen? Ach, genau. Ja, wir brauchen die Flasche, um da Wasser hineinzufüllen. Um die eine Pflanze, die wir eben noch nicht hochgehen konnten, die hier vorne, um die wachsen zu lassen. Yeah, eine Flasche mit Wasser. Swoop. Und jetzt können wir weiter den Gongolberg hinaufgehen. Ich habe nochmal vorsichtshalber Wasser in die Flasche gefüllt, weil ich nicht weiß, ob wir das nochmal brauchen oder nicht. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, wir brauchen kein normales Wasser mehr. Geh weg. Bei euch habe ich ein wenig Angst. Weil ihr dann doch schon ganz gut Damage macht, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. So, erstmal gehen wir hier rein. Und hier sind Feen mit 15 Rubinen nochmal, okay. Ich würde gerne Feen mitnehmen, aber ich weiß halt, dass wir nochmal die Flasche brauchen werden. Ich weiß gar nicht, ob hier unter irgendwo was war. Ich glaube aber nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, nein. Oder? Naja. Gucken wir gleich. Nein. Gucken wir nicht. Da ist nichts unter. Hier ist noch ein Deko-Kerl, der verkauft uns, glaube ich, Bomben. Aber das ignorieren wir erstmal, denn wir wollen erstmal hier die Wand sprengen. Bevor wir normal den Weg weitergehen. Denn ich glaube, hier drin befindet sich ein Herzteil? Oder so? Ah, nee. Das ist der Weg nach oben, ne? Ups. Ah! Ich glaube, das ist der Weg nach oben. Moment, ich guck mal eben. Scheint aber so. Scheint wirklich so. Genau, diese Viecher ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Oh. Oh, die Eisenmasken wären diese Kerle völlig harmlos. Ja, das stimmt, Erzelo. Aber wir können auch einfach an den vorbei. Ja, okay. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Kindchen, wir sollten von oben in diesen Wirbelwind springen. Hehe, ich habe... Nun, was? Weil das mal mit links und rechts auch den Text wegskippt. Ja, wir können jetzt fliegen mit Erzelo, wenn wir in so einen Wirbelsturm reinfallen. Mit R können wir uns wieder fallen lassen. Und wir müssen halt zunächst erstmal hier hin. So. Denn hier oben befindet sich das grüne Wasser dort und das brauchen wir. Ja, wir haben keine Herzteile, merke ich gerade. Okay. Eine Schriftrolle, 111 Dings schon. 111 Zaubermuscheln. Beziehungsweise mysteriöse Muscheln. So, jetzt haben wir den Stein gesprengt und das hier ist ein weiteres Portal der Minish. Wer hätte es gedacht? Zwup. Mit schönen Smaragden in drin. Wenn es wirklich Smaragde sein sollen. Ja, und dieser unscheinbare Stein ist in Wirklichkeit ein Portal. Es ist bestimmt nicht das einzige Steinportal. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir müssen halt jetzt hier... Oh Gott. Hier durch. Am besten nicht getroffen werden. Soviel zu dem Thema.
Und unsere Flasche, die wir hier haben. Das Wasser auskippen, das grüne Wasser sammeln. Gongo-Wasser halten. Das gibt es nur auf dem Gongolberg. Genau, denn wir brauchen dieses... Aua. Huh. Ist das ein Fragment gewesen? Ich glaube ein Fragment. Ne, ein Rubin, okay. Hallo. Ich brauche Fragmente. Ja, wir brauchen dieses Gongolwasser später. Deswegen mussten wir es jetzt schon holen. Am besten, sonst hätten wir nochmal hier runterkommen müssen. Und das wäre halt ein bisschen Zeitverschwendung gewesen, würde ich mal meinen. Und jetzt können wir den Weg, den wir hier hinten eben schon gegangen sind, noch einmal gehen. Aber diesmal auf die linke Seite fliegen. Das war knapp. Okay. Bräuchte ein paar neue Bomben eigentlich. Das wäre ganz, ganz cool. Vielleicht sind hier irgendwelche drin. Geh weg. Okay, Moment. Kann ich besiegen. Nice. Ja, die sind auch nicht mit ihren Eisenmasken, sind sie auch nicht unbedingt schwer zu besiegen. Finde ich. Also dadurch, dass die halt einfach echt nur in eine Richtung laufen, dann müssen wir kurz warten und dann einfach raufböllern. Keine Bomben drin hier. Nicht mal wirklich eine gute Ausbeute an Rubin oder so. Das ist ein Ding. Jetzt können wir hier lang noch schnell in diesen Wirbelsturm. Und schon diesen Fels hier hoch. So, und jetzt war hier hinten aber ein Herzteil, glaube ich. Ah, das war knapp. Wenn wir hier weiter... Genau. Unsere letzte Bombe, Leute. Ich hoffe, wir brauchen auch keine weiteren mehr. Ansonsten müssen wir nochmal gucken, wo wir welche herbekommen. Ich will immer R oder so drücken oder B, um das Menü wieder zu schließen. Aber ich muss nochmal Start drücken. Ja, soviel zum Thema, wir brauchen keine Bomben mehr. Wir brauchen nochmal 3 Bomben am besten. Das wäre ganz gut. Ich hoffe, wir können uns hier gleich irgendwo welche holen. Ansonsten müssen wir halt... Aua. Übrigens, wenn man hier gegenrollt, dann kriegt man kein Damage. Das Rollen ist Invisible Frames. Sag ich mal, sind Invisible Frames. Ja. Dadurch kriegt man dadurch kein Damage. Und hier ist ein weiteres Portal der Minish. Und mit diesem Portal können wir jetzt gleich einige Sachen machen. Einmal können wir hier oben hineingehen. Und hoffentlich nicht sterben. Oh Gott. Vielleicht doch ein paar Bomben bekommen. Das wäre ganz nett. Und ich hätte schon ganz gerne das Herzteil. Ansonsten muss ich später nochmal. Upsa. La. Ein Glücksfragment. Okay. Ach komm, ich rolle jetzt einfach durch. So. Hier lang, hier lang, hier lang. Ein Glücksfragment ist auch nicht verkehrt, würde ich meinen. Das ist auch schon sehr praktisch. Wir brauchen halt eine Menge Glücksfragmente, um die ganzen zu vereinen im Endeffekt. Und jetzt müssen wir uns diese... Was ist das? Bohne? Ich glaube, das ist eine Bohne. Ey, diese Bohne holen. Und... Hier oben geht's nicht weiter, ne? Nee. Man sieht nur noch unsere Füße. Diese Bohne müssen wir halt in das Loch werfen, was wir da eben noch gesehen hatten. Da vorne. Und ihr habt da sicherlich gemerkt, dass es eine grüne Bohne ist. Und dieses grüne... Ja, weiß nicht, haben wir doch schon mal gesehen, oder? So sieht doch das Gongolwasser aus. Und da seht ihr auch, das wächst in dem Gongolwasser. Das heißt, wir können diese Pflanze nur mit einem Gongolwasser... oder nur mit dem Gongolwasser zum Wachsen bringen. Und weiter hinauf. Und ich hoffe, ich finde hier gleich irgendwo Bomben. Ansonsten muss ich nochmal zurück, weil ich bin der Meinung, ein Deku-Kerl verkauft uns Bomben. Einer vom Anfang. Deswegen, ich mach das aber anders. Wir müssen, wir machen das gleich mit dem Deku-Kerl. Denn wir müssen hier eh ein weiteres Utensil holen. Um weiterzukommen. Ich brauche Bomben. War das jetzt nicht dein Ernst, ey? Oh, nice. Wir haben Bomben bekommen. Okay, gut. Dann muss ich jetzt einfach nur zurückrennen. Puh, okay, ich dachte gerade, ey. Ich dachte, ich muss echt komplett zurück. Bis zu dem Deku-Kerl. Aber nein.
Das Herzteil lassen wir natürlich nicht einfach dort hinten versauern. Das wäre ja fatal. Das wäre ja Verschwendung. So, einmal bitte 5 Bomben, genau. Eine hier. Eine hier. Eine hier. Jetzt nehmen wir wieder... Ich wollte schon wieder R drücken. Warum wollte ich R drücken? Ein Glücksfragment, das ist sehr gut. 50 Rubine, das ist natürlich super schön. Und ein Herzteil, Leute. Wir brauchen noch drei weitere Herzteile. Dann haben wir einen weiteren Herzcontainer. Und ich glaube, am Ende des nächsten Dungeons dürften wir auch wieder einen Herzcontainer haben. Ich glaube schon. Oder bin ich... Nee, Moment. Aber es könnte sein. Ich bin mir aber echt nicht hundertprozentig sicher. Aber es könnte sein. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, im Dungeon gibt es 2 und 1 können wir hier, glaube ich, auch noch auf dem Weg holen. Ein weiteres Glücksfragment. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. So, hier brauchen wir auch wieder Bomben. Okay. Okay, im Moment warten. Oh Gott, warten. Okay. Reicht eine Bombe? Es muss eine Bombe reichen. Okay, wir kriegen hier nochmal 5 neue, das ist sehr gut. Einmal... Nee, wo müssen wir... Doch, da schieben... Aua! Das war natürlich gut. Ja. Das war... Ja. Das war gut, gut platziert, gut geschoben. Gibt's hier nochmal 5? Ja! Oh, wir können ja eigentlich Bomben farmen, theoretisch. So müssen wir schieben, genau. So. Jetzt. Wo kriegen wir es nochmal her? Merk ich gerade. Das Item, beziehungsweise das Utensil, wovon ich gerade gesprochen habe. Das müssen wir, ja doch, das müssen wir noch hier oben gleich kriegen. Müssen wir, sonst kommen wir gar nicht zum Tempel. Also zum Palast, zum nächsten. Dort kommen wir nicht lang, denn dort ist ein Loch. So. Ja, es muss ja... Ey. Arsch. Es muss es hier drin geben. Ja, 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 stimmt. Hiervon. Von einem Deku-Kerl. Wer hätte es erwartet? Tut mir leid wegen der Nuss. Ich verkaufe dir auch einen Kletterring für 40 Rubine, Leute. Ein Kletterring, das hört sich doch schon mal sehr schön an. Und jetzt... Nee, 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 nee. Hier oben war das, oder? Ja. Aber wir kommen hier noch nicht... Nein, wir kommen hier noch nicht weiter. Stimmt. Aber hier müssen wir nochmal später herkommen. Das müssen wir uns merken, Leute. Gab es hier unten nicht dann auch noch was? Ah, nee, das gab nur eine Abkürzung. Okay. Okay. Nein, gar nicht. Wir müssen dann ja darüber. Natürlich. Oh, was ist denn mit mir? Ach, mein Gedächtnis ist schon wieder nicht mehr so on point. Wir mussten hier lang und hier hochklettern. Genau, das war's. Dü-dün. Ich glaube, hier können wir auch noch etwas mehr erledigen. Hier zum Beispiel. Bekommen wir hier nicht sogar doch ein Herzteil? Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Bomben reinwerfen verboten. Oh, okay. Ich habe keine Bombe reingeworfen. Nein. Hallo. Willkommen in dem Brunnen der Abenteuer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne? Keine von beiden. Du bist sehr ehrlich, deshalb werde ich dir helfen. Bomben in Tasche halten. Du kannst mehr Bomben tragen. Wir können jetzt 30 Bomben tragen, Leute. Mögest du erfolgreich sein. Das ist sehr schön. Stimmt. Die gab's ja hier. Stimmt, 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 stimmt. So, dieser kleine Felsvorsprung ist für uns eigentlich uninteressant. Noch. Da links können wir gleich noch hin, glaube ich, ne? Ja. Okay, ich glaube, da gehe ich noch rein.
Und danach beende ich den Part. Es klingt nach einem exzellenten Plan, würde ich meinen. Ui, das war knapp. Genau, da links kommen wir leider noch nicht rein. Oh, hallo. Erstmal Fragmentverein und danach mit ihm reden. Nein, wir haben keins. Hallo. Ich bin der Eremit vom Gongolberg. Ich habe die Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und dennoch bist du hier. Wegen deines Mutes möchte ich dich etwas lehren. Der Weg nach hier oben ist dir vielleicht eine verdächtige Wand aufgefallen. Probiere es doch mal mit Bomben. Ja, das habe ich schon. Ich habe dadurch eine vergrößerte Bombentasche bekommen. Und... okay, So. Bevor wir jetzt gleich von einem Stein erschlagen werden, beende ich hier drin den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!